2022, kurzer Blick zurück. Wo und wie haben Sie gefeiert? Wo waren Sie? Weihnachten wie immer zu Hause. Im Sauerland? Ja. Jahreswechsel? Berlin? Teilweise. Teilweise in sogar Berlin? In Rom einen Tag. Da habe ich Sie gesehen. Ja, gut, aber Jahreswechsel ist ja nur ein Tag. Emeritierten Papstes. Ja, und mit Freunden zusammen, privat und aber haben ohne, Sie mitgekriegt, was? Ohne Böller. Ohne Böller. Sie haben nicht geböllert. Nein, das erste Mal auch keine Raketen. Wir haben andere geböllert und geballert. Haben Sie das mitgekriegt? In den Nachrichten. Okay, spät aber nicht selber, nicht selber gesehen. Nein. Mhm. Wie fällt denn Ihre Erklärung auf, wenn Sie diese Bilder sehen, für das, was da passiert ist? Ich finde es ganz grauenhaft. Und ich muss sagen, ich bin erschrocken auch über die Gewalttätigkeit gegen die Polizei, gegen Rettungskräfte, gegen unbeteiligte private Familien, die da betroffen waren. Und ich finde, wir sollten mindestens genauso sehr über die Opfer reden wie über die Täter. Aber wenn hier einige dieser Straftäter ganz offen auch Waffen tragen, hat man hier gerade gesehen, ne? Schreckschusspistolen, aber immerhin, wenn die auch vorne beladen werden mit brennbaren Geschossen, dann ist das einfach völlig inakzeptabel. Und dagegen müssen wir wirklich etwas tun. Das ist klar. Ich glaube, da sind wir uns hier in der Runde auch alle einig. Aber Ihre Erklärung dafür, warum eskaliert das so? Ich denke, wir haben in Deutschland über zu viel Zeit, zu lange Jahre weggeschaut, die Brennpunkte sein lassen. Können Sie hier in Hamburg anschauen, können Sie in Berlin in der Rigaer Straße anschauen, können Sie in Leipzig-Konnewitz anschauen. Wenn Sie unterm Jahr weggucken, wo sich solche Brennpunkte entwickeln und solche rechtsfreien Räume, wo die Polizei kaum noch hingeht, dann dürfen Sie sich nicht wundern, wenn dann am 1. Mai oder am 31. Dezember solche Krawalle stattfinden. Also jetzt nach runden Tischen zu rufen, das müsste man jetzt mal besprechen, was da passiert ist, ist, glaube ich, völlig unzureichend. Wir müssen von vornherein dafür sorgen, dass diese Leute, die diesen Rechtsstaat herausfordern, dass sie sich nicht an die Regeln halten wollen, dass diesen Leuten die Grenzen aufgezeigt werden. Und das tun einige Länder nicht ausreichend. Lass uns da noch mal genauer hingucken. Sie packen jetzt sozusagen die erste Mai-Randale in einen Pott mit dem, was da passiert ist? Oder ist das etwas anderes, was wir da gesehen haben? Naja, Randale ist zunächst einmal Randale. Das Randale ja. Gegen den Staat. Ich meine, Sie können es bis in den heutigen Tag sehen, was jetzt auch in diesen Stunden in Lützerath passiert. Ja, dass da aus der sogenannten Klimabewegung jetzt die Polizei angegriffen wird. Das hat mit Meinungsfreiheit und Demonstrationsfreiheit nichts mehr zu tun. Das sind Straftaten, das sind Gewalttaten von meistens jungen Männern. Da hat die Beobachtung recht, dass das überwiegend junge Männer sind. Es ist nicht ganz ausschließlich, aber überwiegend junge Männer sind. Wir müssen als Rechtsstaat Bundesrepublik Deutschland diesen Gewalttaten früher begegnen. Und denen muss man zeigen, dass das nicht geht. Und zwar sehr klar und sehr deutlich. Und nochmal, Lützerath, Frage auch an Mafalani und auch von Eva Quadbeck. 1. Mai, Lützerath, das, was da passiert ist. Da sehen Sie eine Verbindung? Ne, ich sehe die Verbindung, dass es hier offensichtlich eine ganz kleine, aber schon relevante Gruppe von jungen Männern gibt. Das sind zum Teil, aber nicht ausschließlich Männer mit Migrationshintergrund, wie wir so vornehm sagen, die nicht bereit sind, sich an die Regeln dieses Landes, dieser Demokratie zu halten. Und dagegen muss sich ein Staat zur Wehr setzen. Und zwar sehr klar, sehr deutlich und auch hart. Es geht nicht anders. Frau Quadbeck, wie geht Ihre Erklärung? Wie schauen Sie auf das, was da passiert ist? Also gibt es für Sie da sozusagen die Gemeinsamkeit? Oder ist das, was wir da an Silvester gesehen haben, noch mal was anderes? Ich habe, glaube ich, selten so häufig die Formulierung gelesen, es hat eine neue Qualität, wobei Qualität, finde ich, kein gutes Wort ist in dem Zusammenhang, aber eine neue Dimension. Eine neue Dimension, richtig. Und zwar, weil eben nicht nur die Polizei angegriffen worden ist, was wir ja schon häufiger gesehen haben, sondern weil systematisch auch Rettungskräfte angegriffen worden sind. Und also Rettungskräfte, die dafür da sind, Leben zu retten, dass da dann Leute hingehen und die beschießen systematisch, versuchen, die Autos zu zerstören, die wirklich an Leib und Leben zu bedrohen. Das ist aus meiner Sicht die neue Dimension. Und ansonsten sehe ich zwei Stränge. Also ich wäre vorsichtig, alles in einen Topf zu schmeißen, was wir an Randale sehen in diesem Land. Es gibt sicherlich in verschiedenen Gruppen wachsende Respektlosigkeit, Verachtung gegenüber dem Staat. Und deshalb hat der Verfassungsschutz ja auch aus gutem Grund die neue Form
eingeführt, Delegitimierung des Staates, was man dann aber von, was aus ganz vielen verschiedenen Gruppen kommt. Mhm. Und wenn man dann auf die Ursachen schaut, dann kann man, glaube ich, diese ganzen Gruppen nicht zusammennehmen. Aber wir sehen, dass der Staat unter verschiedenen, unter vielen, von vielen Seiten unter Druck ist. Und das, was wir jetzt in der Silvesternacht gesehen haben, das ist ja nicht nur in Berlin eskaliert, das ist ja auch in Nordrhein-Westfalen eskaliert, obwohl es da seit vielen Jahren einen Innenminister gibt, der durchaus durchgreift. Und trotzdem konnte er das nicht verhindern. Hagen, ne, zum Beispiel, vielleicht können wir das einmal kurz zuspielen, Bilder wie diese hier. Da würde ich dann sagen, muss man auf jeden Fall, muss der Staat sich stark zeigen, indem er schnell und auch hart aburteilt, also die Täter, die Verantwortlichen. Und dann muss man aber auch in die Ursachen reingehen. Und da sind sicherlich runde Tische, nicht der Weisheit letzter Schluss. Aber wenn man sich dann eben die Feuerwehr fragt, was braucht ihr, wenn man die Schulen fragt, was braucht ihr und so weiter, dann kommt man dahin, dass man den einzelnen Gruppen, aus denen diese Gewalt kommt, dass man an die rankommt. Weil das ist ja eben auch wichtig. Man muss auf der einen Seite strafen und sagen, so geht es gar nicht. Also so eine ganz klare rote Linien ziehen. Aber dann muss man natürlich auch gucken, dass man an diese Gruppen rankommt. Man kann sie sich, man kann nicht sagen, das reicht dann schon, wenn wir abstrafen. Das reicht nicht, das kann die Wut noch mal vergrößern. Nein, man muss rangehen, man muss deeskalieren. Und die Berliner Polizei, wenn ich das vielleicht noch anfügen darf, hat ja eine Zeit lang beim 1. Mai eine Deeskalationsstrategie die gefahren. Die funktioniert hat, ne? Die funktioniert hat. Und wo dann auf einmal der 1. Mai immer noch nicht krawallfrei wurde, aber doch viel friedlicher als früher. Und das muss man dann, nachdem man das klare Stoppschild gesetzt hat, nachdem man klar abgeurteilt und hat und die Täter bestraft hat, muss man sagen, so, und für den Rest machen wir jetzt hier Angebote der Deeskalation. Herr Mafalani, der Soziologe, schaut da wie drauf? Erstmal schaue ich da drauf, dass wir 2018 was ganz Ähnliches hatten. Und die Reaktion waren härtere Strafen, aber ansonsten hat man nicht viel getan. Und entsprechend sehen wir die Bilder wahrscheinlich in einer neuen Qualität. 2018, Sie spielen jetzt worauf an, wenn Sie sagen 2018? Auf Silvester 2018 und auch 2019. Also habe ich schon völlig verdrängt. Vor den, ja, daraufhin wurden die Strafen verschärft. Und ansonsten ist wenig passiert und entsprechend wiederholt sich das jetzt erstmal zunächst. Aber klar, da muss man durchgreifen, das ist nicht in Ordnung. Und gleichzeitig muss man aber feststellen, dass wir mit dem Phänomen zu tun haben, dass insgesamt die Gewalt abnimmt. Und gerade bei Jugendlichen, die Jugendgewalt abnimmt, das ist erstmal ein richtig wichtiger, guter Hinweis, dass wir insgesamt offenbar unsere Systeme, unsere Erziehung und so weiter so funktioniert, dass es rückläufig ist, und zwar sehr rückläufig ist. Ist es rückläufig, weil wir weniger Kinder und Jugendliche haben in diesem Land? Nee, auch wenn man das kontrolliert. Aber ein kleiner Kreis, wie es Friedrich Merz gerade richtig gesagt hat, hat eine kleine Gruppe umso intensiver, so würde ich es jetzt mal sagen, und quantitativ auch stärker Gewalt ausübt. Aber sagen wir, was ist die Motivation? Ist es Verachtung für diesen Staat? Ist es Frust? Wenn ja, worüber? Was ist das Thema dieser wütenden jungen Typen? Das sind ganz unterschiedliche Motivlagen. Ich meine, die neuesten Erkenntnisse deuten ja darauf hin, dass es nicht nur aus dem migrantischen Milieu war, sondern mittlerweile spricht man auch von vermummten Mob. Ich zitiere die Polizeimeldung, also auch aus, so wird vermutet, aus dem linken Milieu, dass da sehr vieles zusammengekommen ist und die Motivlagen sind sehr unterschiedlich. Das, was man insgesamt sagen kann, so ein Trend, gerade jetzt nach Corona, 2 Jahre ist es ausgefallen, da hat sich was angestaut. Aber auch, und das ist gerade für Rettungskräfte tragisch, dass wir insgesamt einen Trend haben, dass Rollenträger, dass Funktionsträger zunehmend mit weniger sozusagen automatischem Respekt begegnet wird. Und das sehen wir in allen möglichen Kontexten. Ich war Lehrer an einer Schule, da hat man das schon erlebt. Auch jetzt als Universitätsprofessor erlebt man, dass da sozusagen eine größere Distanzlosigkeit da ist. Auf einem ganz anderen Niveau natürlich, aber insgesamt sehen wir das. Und wir sehen es ja auch, dass Rettungskräfte unabhängig von solchen Extremeskalationen es häufiger erleben, dass selbst, also in ganz normalen Einsätzen, tagsüber, ganz genau. Das ist milieuübergreifend. Das hat also nichts damit zu tun, migrantisch oder nicht. Auch nicht mit arm oder reich. Die Art und Weise, wie sich die Gewalt und die Aggression ausdrückt, das ist natürlich sehr unterschiedlich. Aber dass von Beschimpfung über
auch sozusagen so eine Form von Sabotage, dass man einfach keinen Platz macht, dass man keine Rücksicht nimmt für Rettung, jetzt im Hinblick auf Rettungskräfte. Das ist ein allgemeines Phänomen, das wir seit einigen Jahren erleben. Woher? Jetzt könnte ich Ihnen sagen, wir leben zunehmend in einer Gesellschaft, in der wir nicht mehr so ohne weiteres Hierarchien akzeptieren. Das ist ja eigentlich eine gute Entwicklung, so eine Modernisierung, dass wir nicht mehr alles hinnehmen. Ein bestimmter Funktionsträger sagt was, so Autoritätshörigkeit, das hat alles abgenommen. Und dementsprechend, sag mal, ist alles in Bewegung. Und wenn jetzt andere soziale Problemlagen hinzukommen, dann können solche Problemstellungen gerade für diejenigen eine Rolle spielen. Aber weil Sie gerade auch angesprochen haben, eine andere Motivlage kann sein, eine Distanz zum Staat, auch so eine Verachtung dem Staat gegenüber. Das ist nochmal eine ganz andere Geschichte. Das haben wir auch gesehen bei den Corona-Protesten. Da hat es die Polizei und auch andere offizielle Vertreter nicht leicht. Das sehen wir in ganz vielen Kontexten, auch bei Fußballspielen. Das heißt, ich finde, man sollte schon nochmal unterscheiden zwischen, was ist hier neu, auch was die Qualität angeht, und was sind eigentlich eher allgemeine, grundsätzliche Problemlagen. Mhm. Und ich muss ganz ehrlich sagen, seit 20 Jahren gehe ich nicht mehr raus an Silvester, weil das immer schon, also was heißt immer schon, ich bin mir nicht genau sicher, ob ich vor 25 Jahren einfach nur risikobereiter war oder ob es wirklich weniger gefährlich war. Aber dass es gefährlich ist, ist, glaube ich, klar. Und wenn Sie die Bilder gerade genau gesehen haben, da wurde jedes vorbeifahrende Auto beschossen. Mhm. Das heißt, es geht gar nicht nur gegen die Rettungskräfte oder gegen die Polizei, sondern im Prinzip ist da jeder ein potenzielles Ziel. So, und da brodelt ja noch sehr viel mehr bei diesem Thema unter der Oberfläche. Ich zitiere mal Jens Spahn. Da geht es eher um ungeregelte Migration, um gescheiterte Integration und fehlenden Respekt vor dem Staat statt um Feuerwerk. Ja, da macht man es sich zu einfach. Dass das was mit Desintegration zu tun hat, ist ja gar keine Frage. Jemand, der sich so benimmt, ist nicht Teil dieser Gesellschaft, wie wir sie gerne hätten. Das ist auf jeden Fall ein guter Anfangsverdacht, ja. Aber ob man dann direkt die gesamte Migrations- und Integrationspolitik in Frage stellt, ist dann nochmal eine andere Frage. Und so ist es ja nicht gemeint. Nicht getan, nicht? Und im Übrigen muss man sich fragen, nicht gemeint. Welche? Er bezieht sich ja für mal. Ich habe das mehrfach gelesen, dieses Argument, so nach dem Motto, das geht jetzt pauschal gegen Migranten. Nein, das finde ich ja nicht. Er sagt da mit Blick auf diese Bilder, da geht es um gescheiterte Integration. So. Hat er da nicht recht? Zum Teil. Wenn man die Statistik sich anguckt, wenn man sieht, 145 Festnahmen und 100 davon sind keine deutschen Staatsbürger. Zwei Drittel sind Afghanen und Syrer, die dort Randale gemacht haben, in Berlin zum Beispiel. Also die Zahl stimmt, glaube ich, jetzt nicht so ganz. Zwei Drittel Afghanen und Syrer. 98, aber zwei Drittel. Ja. Zwei Drittel grob, deswegen so habe ich das gerade ausgedrückt. Ja, wobei man jetzt ja auch gesehen hat, was waren das genau für Straftaten, was sind genau trotzdem, die Hintergründe? Mir geht es um das grundsätzliche Phänomen. Ich habe letzte Nacht irgendwie sehr lange im Buch von Hamid Abdel-Samad gelesen, der ein Buch genau zu diesem Thema jetzt auch wieder veröffentlichen wird in den nächsten Tagen. Ich finde, ziemlich gutes Buch. Und der sagt, da geht es um eine tiefe Verachtung für den Staat, erster Punkt. Und zweiter Punkt, das ist die Spitze des Eisberges. Da brodelt unter der Oberfläche noch sehr viel mehr. Das Gefühl habe ich auch. Hat er recht? Da bin ich mir nicht ganz sicher, ob man es so dramatisieren muss. Was ich hieran doch relevant finde, ist, dass es in bestimmten Stadtteilen passiert. Und das sind natürlich Stadtteile, die sich nicht einfach nur durch Migration auszeichnen, so wie Berlin ja auch keinen Anteil an Menschen mit Migrationshintergrund hat, der so über dem Durchschnitt westdeutscher Großstädte liegt, sondern wir haben hier mit echt verschärften sozialen Problemlagen zu tun, auch zum Beispiel mit Menschen, die geduldet sind, mit Neuzugewanderten, die es ganz sicher in bestimmten Quartieren schwer haben. Man muss sich Fragen stellen, welche Möglichkeiten Anerkennung zu bekommen haben die Menschen da, gerade wenn es um so eine zur Schaustellung von Männlichkeit geht. Das finde ich ist auch eine ganz relevante Sache. Da sieht man auch, wie Gutes und Schlechtes zusammenhängt. Wenn wir uns
gerade in schwierigen Stadtteilen uns anschauen, wie sehr bestimmte junge Männer zurückfallen, dann muss man sich einmal feststellen, dass sie bezogen auf Bildung, bezogen auf ihre Perspektive an den Rand gedrängt sind. Aber dazu auch noch, gerade wenn wir im migrantischen Milieu schauen, junge Mädchen relativ erfolgreich sind. Und nicht nur, dass sie erfolgreich sind, sie emanzipieren sich darüber hinaus dann auch, brechen alte Rollenmuster auf. Herr Mahfalani, also ich weiß, Sie meinen das nicht so, aber ich will es noch mal ausdrücklich sagen, weil ich Sie ein bisschen kenne. Sie wollen jetzt nicht die Opfergeschichte dieser Typen erzählen. Es geht mir gar nicht um Opfergeschichte. Genau. Wir wollen ja nur, aber ich will nur sagen, es klingt gerade so, als wären die die Opfer und die anderen sozusagen nicht. Wir wollen verstehen, genau. Ich will es nur noch mal ausdrücklich sagen, bevor die wütende Post gleich kommt. Weil ich noch mal sagen will, all das, was Sie anführen, ist sicher richtig. Aber doch noch lange keine Begründung für so etwas. Das ist keine Rechtfertigung, überhaupt nicht. Ich sage ja, das muss rechtsstaatlich verfolgt werden. Mhm. Darum geht es ja gar nicht. Sondern man muss sich aber trotzdem fragen, was sind die Rahmenbedingungen, was sind die Hintergründe? Und da hängt eben Gutes und Schlechtes oft sehr eng zusammen. Mhm. Also, Sie haben ja eben Jens Spahn zitiert. Er hat es doch nicht pauschal für alle Migranten gesagt, sondern er hat es für diese Gruppe gesagt. Und für diese Gruppe hat er recht. Und wenn er für eine solche Beschreibung dieses Phänomens aus der SPD heraus als Nazi beschimpft wird, dann trägt diese SPD, das ist nicht die SPD, aber ein Mitglied der SPD aus Bielefeld, dazu bei, dass wir dieses Problem nicht gelöst bekommen. Wir haben es hier mit einem veritablen Problem mangelnder Integration junger Menschen zu tun, überwiegend Migrationshintergrund und von denen überwiegend aus der arabischen Welt. So. Und dieser Staat darf sich dieses Verhalten nicht bieten lassen. Aber da müssen wir sich doch sehr und ich widerspreche Frau Quadbeck ungern, aber an dieser Stelle tue ich es, Frau Quadbeck. Es ist kein neues Phänomen. Die Angriffe auf Rettungskräfte sehen wir seit Jahren. Wir sehen hier eine neue Form der Eskalation mit diesen Bildern, die auch überhaupt nicht mehr davor zurückschrecken, das vor laufender Kamera zu tun, Feuerlöscher auf Krankenwagen zu werfen, Polizeibeamte zu attackieren. Das sind einfach Dinge, die dürfen wir uns in dieser Gesellschaft nicht bieten lassen. Passiert ja, weil wir jetzt gerade schon wieder sozusagen in die Parteipolitik eintauchen, das passiert ja im NRW-geführten CDU-Innenministerium genauso. Ich habe ja nicht gesagt, dass das ein Phänomen ist, das auf Berlin beschränkt ist. Mhm. Berlin hat Sonderprobleme zusätzlich. Aber wir haben es in Deutschland mit einer zunehmenden Verrohung zu tun, mit einem mangelnden Respekt. Und das ist es das wirklich? Also weil Sie sozusagen in Deutschland... In Teilen der Gesellschaft, Ich habe dieser Tage den Bericht eines Polizeibeamten gelesen, möglicherweise selbst Migrationshintergrund. Gibt ja unglaublich viele Polizeibeamtinnen, Beamte und so weiter, wenn ich die so sehe. Sanitäter, Rettungskräfte. So, selber Migrationshintergrund. Und der beschreibt, wie er in einen Dönerimbiss reinflüchtet. Das heißt, die Gruppe, die jetzt pauschal zum Teil so unter Verdacht steht, ist dann der schützende Hafen, der flüchtet da rein, ein Polizist, dem direkt in die Schutzweste reingeschossen wird und der brennt. Und dieser Imbissbesitzer sagt, wir haben dann verzweifelt versucht, diesen Polizeibeamten irgendwie zu löschen, weil der brannte tatsächlich lichterloh. Und ich habe immer das Gefühl, die Leute, die in den letzten Jahrzehnten auch mit dieses Land am Laufen gehalten haben, die ärgern sich, rede in diesen Tagen auch viel mit die denen. Die sprechen teilweise deutlicher aus, und als die das, sich was diejenigen, die hier das, seit Jahrzehnten leben, tun. Ja? So, und ich sag mal, wir tun doch auch vielen, also ich sage das nicht pauschal. Ich gehöre nicht zu denen, die pauschal sagen, diejenigen, die hier als Ausländer leben, sind nicht integriert. Das ist Unsinn. Wir haben hier Ausländer, die sich in diesem Lande besser verhalten als mancher Deutscher. Ne? Aber wir haben ein Problem mit einer kleinen Gruppe von Ausländern. So. Und dafür schämen sich manche ihrer Landsleute, die seit Jahrzehnten hier leben, mehr als manch einer von uns. Mhm. Und zwar zu Recht, weil sie einfach sehen, dass das auch ihr Leben diskreditiert. So, und deswegen sind wir, glaube ich, alle aufgerufen, dafür zu sorgen, dass dies hier jetzt sehr schnell abgeurteilt wird. Und zwar nicht ad hoc auf Silvester bezogen, sondern 365 Tage im Jahr muss die Polizei in diesen Brennpunkten präsent sein. Und da muss die kleinste Straftat geahndet werden. Wenn man diesen Leuten zu viel Spielräume geben, dann drehen die Silvester mit Alkohol und allem, was dazu gehört, durch. Aber Herr Merz,
alles, was Sie bis jetzt gesagt haben, wunderbar. Aber wie passt dazu die Vornamenabfrage? Ja. Ich habe die nicht gemacht. Aber die CDU. Ich habe sie nicht gemacht. Wie finden Sie die? So. Wie finden Sie die? Gut, also ich sage mal, ob das jetzt ein probates Mittel ist, herauszufinden, wer da beteiligt war oder nicht. Ich vertraue der Statistik, die auch von den Polizeibehörden in Berlin herausgegeben wird. Und die ist sehr eindeutig. Es sind 2/3. Und ob es jetzt 3/4 werden oder nicht, ehrlich gesagt, ist mir egal. Bei der Vornamenanfrage geht es um was anderes. Ne? Es geht ja nicht um die 2/3 ohne deutschen Pass, sondern es geht um die Frage, wie heißen die, die einen deutschen Pass haben. Deswegen sage ich ja, ob das jetzt 2/3 sind oder 3/4 werden, ist doch irrelevant. Aber das Signal ist, selbst wenn ihr eingebürgert seid, selbst wenn ihr hier geboren seid, am Ende gucken wir uns noch mal den Vornamen an. Das Signal ist das Gegenteil von dem, was eine sinnvolle Zukunftsorientierung ist. Und das ist ja ein Thema, das ist so alt wie diese ganze Diskussion, um die Frage der doppelten Staatsangehörigkeit geht und ob diejenigen, die mit Doppelpass in Deutschland leben, besser integriert sind als diejenigen, die es nicht tun. Das werden wir wieder haben, diese Diskussion. Naja, um die Frage. Doppelpass geht es dabei ja, nicht. Aber anhand des Vornamens kann man noch nicht wissen, ob jemand einen Doppelpass hat. Das kann natürlich auch jemand sein, der eingebürgert ist. Aber nochmal, Frau Klatschweg, diese Frage ist für mich von nachgeordneter Bedeutung. Entscheidend ist, dass wir bei diesen 145, die da festgenommen worden sind, die Feststellung haben, dass 100 davon einen sogenannten Migrationshintergrund haben. Und dass diese Gruppe die wesentliche Problemgruppe dieser Krawalle in Berlin war. Was nicht heißt, dass es nicht auch andere gibt. Und es ist kein pauschales Urteil über alle diejenigen, die wir in Deutschland leben haben. Es hat ja keiner bestritten, dass eben eine Mehrheit Migrationshintergrund auf jeden Fall hat. Das kann man ja schon in den Zahlen ablesen. Ich möchte noch einen Satz zu den Zahlen sagen. Die Berliner Innensenatorin hat die gestern noch mal präzisiert. Sie hatte gesagt, 145 Straftaten in der Nacht, 38 in Zusammenhang mit Böllern. Und dann werden jeweils rund 50 Verfahren geführt, Angriffe Polizei, Angriffe Feuerwehr. Nur um das einmal so klar zu ziehen, bei den 145, das waren alle Straftaten, genau, das die in der ich Nacht auch gemeint. In Berlin passiert sind. Genau. Ich weiß. Herr Fratscher sagt, das, was wir da gerade sehen, ist, so habe ich Sie verstanden, etwas, was schon viel früher in den Brunnen gefallen ist und Ausdruck einer zunehmenden sozialen Polarisierung, so haben Sie es, glaube ich, ausgedrückt. Was heißt das? Ja, zuerst einmal, klar, wir reden jetzt über die Fakten, aber der Eindruck entsteht ja doch immer auch in der Diskussion, das hat was damit zu tun, dass Menschen arabischen Ursprungs sind oder eine Migrationsgeschichte haben. Aber es ist ja nicht jemand kriminell, weil er eine gewisse Hautfarbe hat und eine gewisse Religion hat, sondern das hat was mit dem Umfeld zu tun, in dem die Menschen leben. Es hat was mit Chancen zu tun, es hat was mit Zukunftsperspektiven zu tun. Wir sehen nicht nur unter den betroffenen Gruppen, sondern allgemein in vielen wissenschaftlichen Studien, dass das Vertrauen der Menschen in staatliche Institutionen massiv abnimmt. Und nicht nur in Deutschland. Das ist kein deutsches Phänomen. Das sehen wir überall in westlichen Ländern. Da müssen wir uns Vertrauen in die Justiz nimmt massiv ab, auch in diesem Land. Wobei, kann das ernsthaft verwundern, wenn man hört, dass 145 Menschen festgenommen werden und 145 am nächsten Tag auf freiem Fuß sind? Frage. Ich glaube, wir müssen einmal über Lösungen sprechen, natürlich. Wir haben jetzt sehr viel über Lösungen. Ne? Der Staat muss durchgreifen, völlig richtig, d'accord. Aber ich glaube, wenn wir das Problem lösen wollen, müssen wir über die Ursachen sprechen. Und dann müssen wir uns die sozialen Ursachen anschauen. Dann müssen wir uns anschauen, junge Menschen, was haben die heute für eine Situation? Wir haben knapp 10% der jungen Menschen, die heute ohne Schulabschluss abgehen. Wir hatten Anfang des Jahres oder im September ungefähr 75.000 junge Menschen, die keinen Ausbildungsplatz hatten. Wir sehen, dass die Mietpreise in den Städten explodieren, dass Zukunftsperspektiven für junge Menschen schlecht sind. Ich will nicht sagen, dass das eine Rechtfertigung ist, ist es nicht. Aber ich glaube, wir müssen verstehen, was die Ursachen dafür sind. Und wir müssen an den Ursachen ansetzen. Und die soziale Polarisierung nimmt zu. Das ist kein deutsches Phänomen. Das sehen wir in vielen Ländern. Schauen sich die Gelbwestenbewegung in Frankreich an. Auch da waren Auslöser, die dann wirklich zu auch gewalttätigen Ausschreitungen über eine lange Zeit gekommen ist. Also wir müssen die Ursachen adressieren. Und da machen wir es uns zu leicht, wenn wir sagen, der Staat muss mit aller Härte durchgreifen. Das muss er. Aber viel klüger ist Prävention. Und Prävention heißt, man muss die Ursachen adressieren. Und die hat nun mal sehr stark auch was mit Zukunftschancen zu tun. Die Frage, dass viele junge Menschen einfach das Gefühl haben, es kümmert sich niemand um mich, ich habe keine Zukunftsperspektive. Und das ist einer der Kernprobleme, die wir adressieren müssen. Darf ich mal fragen, Herr Elmar Falani, woher kommt dieses Gefühl, um mich kümmert sich keiner? Das zeigen übrigens auch Umfragen, dass die Leute zunehmend das Gefühl haben. Ich meine, in einem Land wie diesem, bei dem man häufig das Gefühl hat, es wird sich eigentlich um fast alles gekümmert.
Und fehlende Perspektive, tut mir leid, bei einem Land wie Deutschland fehlt mir auch jedes Verständnis. Wenn jemand hier etwas vom Leben möchte, dann kann das hier haben. Wenn sich jemand hier anstrengt, nach wie vor, ich weiß, dass die soziale Durchlässigkeit möglicherweise gelitten hat in den letzten Jahren, aber trotzdem, ich meine, Sie sind doch das beste Beispiel dafür. Wenn sich jemand anstrengt in diesem Land, dann kann er was werden, aus eigener Kraft. Woher dann diese Verachtung für diesen Staat? Also wie gesagt, ich weiß nicht, ob es generell, sondern von der Gruppe, über die wir jetzt heute Abend hier reden. Ja, also es gibt eine Gruppe, und das, da mag es Überschneidung zu diesen Krawallen geben, die von der öffentlichen Ordnung, von öffentlichen Sicherheit und Ordnung nicht viel halten, weil sie auch wenig profitieren, selber wenig sich in der Gesellschaft mit wiederfinden und dementsprechend dann unter Umständen Freude daran entwickeln, Widerstand zu leisten und auch Attacken gegen diese soziale Ordnung zu schaffen. Aber wenn man das muss man unterscheiden. Es gibt eine Gruppe, die ist wirklich und das ist ganz sicher in so segregierten Stadtteilen eben konzentriert, die haben ganz verstärkt mit Perspektivlosigkeit zu tun. Und dann sehen wir bei jungen Menschen das allgemeine Phänomen, dass, und das ist die Masse, dass es individuell alles voller Chancen in Deutschland ist und wir aber gesamtgesellschaftlich irgendwie Klimakrisen, die Weltordnung und so weiter, dass die junge Menschen im Kontext globaler Krisen aufwachsen, einer Zukunftslosigkeit. Und wenn über Zukunft gesprochen wird, dann sind das Horrorvisionen. Und gleichzeitig aber, und das ist sozusagen das Spannungsfeld, haben die meisten jungen Menschen ideale Situationen. Gerade weil der demografische Wandel jetzt stattfindet, können die sich im Prinzip die Jobs aussuchen. Und das heißt, für die eher Privilegierten, die sozusagen eine individuell gute Zukunftsperspektive haben, gibt es das Spannungsfeld. Und gleichzeitig haben wir eine doch nennenswerte Zahl, auch wenn es eine relativ kleine Gruppe ist, die tatsächlich von ihrer Qualifikation, von ihren Zukunftschancen sehr eingeschränkt sind. Und das ist, glaube ich, eher das Phänomen. Ist das in gewisser Weise auch ein Moment, der eine echte Chance bietet, weil wir, es ist mein Eindruck, endlich mal offen und klar und deutlich über etwas reden, was sonst immer nur vernuschelt wird? Ganz bestimmt. Denn das ist ein Problem, das ist ja gewachsen. Das sind verfestigte Strukturen, verfestigte Perspektivlosigkeit. Das ist weder in letztes Jahr ist das entstanden, noch in den letzten 2-3 Jahren, sondern es hat eine sehr lange Geschichte. Eine Geschichte im Übrigen, die auch damit zu tun hat, Duldung, die Art und Weise, wie überhaupt unsere Zielperspektive, was Integrationspolitik angeht. Deswegen bin ich immer so ein bisschen vorsichtig, wenn die Integrationspolitik angesprochen wird. Was ist eigentlich das Ziel der Integrationspolitik? Wir haben viel zu viele Duldungen, Kettenduldungen. Wir haben im Prinzip, erkennt man keine Strategie. Es gibt nicht eine Integrationspolitik, sondern es gibt einen Flickenteppich. Und der Flickenteppich ist in bestimmten Kontexten, gerade in solchen, offenbar nicht sonderlich produktiv.